willkommen bei den Denkreisen. Ich bin nun endlich dazu gekommen, das großartige Buch Alfred the Great, The King Who Made England von Justin Pollard zu lesen. Und das hat mich inspiriert, meine Erkenntnisse daraus gleich mal videotechnisch festzuhalten und etwas über König Alfred zu erzählen. Alfred lebte in einer Ära, die wir nachträglich allzu gerne als Dark Ages bezeichnen. Ein Begriff, der typisch für die Voreingenommenheit der Historiker im 19. Jahrhundert ist. Bezeichnet wurde mit diesem Begriff der beachtliche Teil des ersten Jahrtausends von der Völkerwanderung und dem Ausklang der Antike bis zum Ende des frühen Mittelalters. Also ein riesiger Abschnitt von rund 500 oder 600 Jahren. Heute nimmt man von diesem Begriff zunehmend Abstand, zu Recht. Wir haben ja schon bei der Videoreihe über Guibert von Aurillac alias Silvester II. Gesehen, dass an dieser Ära nichts Dunkles oder Finsteres war, zumindest nicht dunkler oder finsterer als alle anderen Jahrhunderte. Ich habe genug Videos gemacht, die sich mit dem Barock beschäftigen, und erneut komme ich nicht an der Feststellung vorbei, dass es gänzlich unfair ist, dem frühen Mittelalter maßlose Brutalität zu bescheinigen und Verblendung angesichts dessen, dass zum Beispiel das Barock nicht ärmer an Blutbädern war und nicht ärmer an folkloristischem Aberglauben. Somit stellt sich eher die Frage, ob das benannte Dunkel nicht vielmehr der Ausdruck von unzureichendem Wissen über diese Ära ist. Erneut möchte ich hervorheben, dass ich kein Historiker bin. Es dürfte nicht schwer sein, allein in YouTube Leute zu finden, die darüber viel mehr wissen als ich. Was ich hier tue, ganz im Geiste der YouTube-Kultur, ist das Reflektieren einer Lektüre, die ich zeitgleich selbst lese und aufnehme. Ich bin ja selber noch nicht durch. Ich weiß da also zumeist nicht viel mehr als ihr. Kommen wir zur Sache. Wir blicken also in eine Ära, die nochmal gute 130 Jahre vor den Ereignissen liegt, die ich damals rund um Guibert von Aurillac beschrieben hatte, am Anbeginn des 9. Jahrhunderts. Man kann nicht verneinen, dass diese Zeit und die Region, sprich das angelsächsische Britannien, eine besondere Atmosphäre besitzt, die dieser Zeit vermutlich innewohnte. Und diese Eigentümlichkeit hat mit der Abwesenheit von Rom zu tun. Man muss bedenken, dass diese keltische Insel, die wir Britannien nennen, 400 Jahre lang unter römischer Okkupation stand, seit der ersten Landung durch Gaius Julius Caesar in 55 vor Christus. Der Abzug, der vermutlich weitgehend ökonomisch motiviert war, fand damals auf einer sehr beschleunigten Zeitleiste statt. Die Römer verließen die Insel im Rahmen von rund 15-20 Jahren. Das ist unglaublich schnell. Bis heute ist es der Gegenstand von akademischen Streitgesprächen, ob nun Rom aus ökonomischen Gründen Britannien aufgab und de facto im Stich ließ, oder ob Britannien sich aus dem römischen Joch herauswand und vielmehr die römische Bevölkerung vertrieb. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video und kann hier nicht geklärt werden. Aber ich fand es schon immer so faszinierend, dass eben die Menschen des 8. und 9. Jahrhunderts auf der britischen Insel inmitten dieser Bauwerke und Ruinen lebten, die allesamt römisch waren, doch vermutlich gänzlich ohne Verbindung zu dieser Kultur standen. Der Adel mochte einen gewissen Einblick in die historische Vergangenheit besitzen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn dieser sehr verzerrt und unvollständig gewesen war. Vermutlich wussten die christlichen Mönche, die entlang der Küste ihre Klöster bauten und Bibliotheken betrieben, deutlich mehr über die alten Tage Bescheid. Es ist dennoch eine seltsame Sache, inmitten dieser Zeugnisse zu leben, die zu jedem Zeitpunkt 500 Jahre alt waren, ohne sich die Frage zu stellen, wer die Erbauer waren. Dieses Leben auf den Trümmern anderer Zeitalter ist etwas, das man immer wieder findet. Ich nehme an, dass die Bevölkerung da relativ gleichgültig damit umgegangen ist. Wenn überhaupt, stellten solche Bauwerke manchmal den Steinbruch dar, um Material für neue Gebäude zu haben. Vielleicht gab es allerlei Geschichten und Legenden über die alte Zeit, die man sich im Alltag erzählte. Lediglich die Mönche werden gewusst haben, dass die Erbauer von Londinium, Eboracum, Dorobernia oder Luguvalium dieselbe Sprache sprachen, in der die Vulgata verfasst war, also die lateinische Bibel. Da entsteht also etwas gänzlich Neues auf dem Schutt einer schlagartig abgebrochenen Ära und die alte Zeit ist weitgehend vergessen. Die Angelsachsen ließen
ja nach dem Abzug der Römer nicht lange auf sich warten. Ihre Invasion fand nur wenige Jahrzehnte nach dem letzten Truppenabzug der Römer statt. Die Angeln und die Sachsen waren germanische Stämme, deren Herkunft damals das heutige Schleswig-Holstein und südliche Dänemark war, Friesland. Heute wird gerne ein Bild von plündernden Horden stilisiert. Gerade der Hollywood-Film King Arthur von Antoine Fuqua verzerrt die historische Realität gewaltig. Der bretonische Verfasser Gildas, der ein Zeitgenosse der angelsächsischen Eroberung war, hält das natürlich ganz anders fest und beschreibt die Besatzer als gut organisiert. Die Besatzung Britanniens durch die Angelsachsen ist der Grund, weshalb heute Englisch und Deutsch artverwandt klingen und weshalb das heutige Plattdeutsch eine teilweise schockierende Ähnlichkeit mit dem Englisch hat. Dieser Zeitabschnitt, der in der Forschung als Sub-Roman Britain bezeichnet wird, endet schließlich im 11. Jahrhundert durch die Invasion der Normannen. Dies macht auch deutlich, weshalb die keltischen Wurzeln der britischen Kultur heute so extrem vernebelt sind und so leicht für allerlei eso-kitschigen Nonsens vereinnahmt werden können. Die ursprüngliche Inselkultur erfuhr innerhalb von 1000 Jahren vier große Invasionen, also eine römische am Anfang und drei germanisch-nordische, eben durch Angelsachsen, später durch die dänischen Wikinger und schließlich durch die frankophon gewordenen Normannen. Das ist halt wie wenn man seine Festplatte viermal nacheinander formatiert, dann aber dennoch die Daten aus der ursprünglichen Version sucht. Das ist nicht immer so einfach. Unsere Geschichte findet also inmitten jener Ära statt, als Britannien weitgehend angelsächsisch war, also zwischen der zweiten und dritten Invasion. Und das bezieht sich vorrangig auf die Herkunft und Sprache der Nobilitas, also des britischen Adels. In der Zeit von Alfred bestand Britannien aus rund sieben Königreichen, fachlich manchmal auch Heptarchie genannt, deren Grenzverläufe teilweise noch die alten römischen Provinzen reflektieren, doch in erster Linie die Machtteilung der neuen angelsächsischen Herrscher darstellen. Will und Ariel Durant schreiben über diese frühesten Momente der englischen Geschichte. Nach der Schlacht von Dereham in 577 stießen die Angeln, Sachsen und Jüten bei der Eroberung Englands nur noch vereinzelt auf Widerstand und bald teilten die Invasoren das Land auf. Die Jüten schufen sich ein Königreich Kent, die Angeln gründeten drei Königreiche, Mercia, Northumberland und East Anglia, die Sachsen ebenfalls drei, Wessex, Essex und Sussex, das heißt West-, Ost- und Südsachsen. Diese sieben kleinen Königreiche und andere noch kleinere dazu stellten die Geschichte Englands dar, bis König Egbert von Wessex durch Waffengewalt oder List die meisten unter seiner Herrschaft vereinigte in 829. Dazu werden wir noch kommen. Zu all dem kam allerdings auch ein Dutzend zusätzlicher Randterritorien dazu, die man als kleinere Königreiche bezeichnen kann. Der Übergang von einem keltischen Stammeshäuptling zu einem angelsächsischen Adeligen ist hier durchaus fließend. Das war also eine kleine, extrem unvollständige Einleitung oder vielmehr Standortbestimmung zu jener geschichtlichen Periode, um die es hier geht. Justin Pollards kurzweiliges Buch beginnt mit einem Prolog, der sich mit der Quellenlage beschäftigt. Und dies ist eine sichtlich traurige Geschichte, denn einst gab es eine Zeit, in der es bessere und authentischere Manuskripte zu König Alfreds Leben und Wirken gab. Die Rede ist von der berühmten Cotton-Bibliothek, eine umfangreiche, wenn auch schlecht sortierte Sammlung unzähliger antiker und frühmittelalterlicher Manuskripte, die der Stifter Sir Robert Bruce Cotton im 16. und 17. Jahrhundert zusammenstellte. Sir Robert, der gerne politische Pamphlete verfasste, geriet auf diese Weise mit König Charles I. in Konflikt. Der König rächte sich an dem adeligen Kritiker, indem er für mehrere Jahre seine Bibliothek beschlagnahmte und sie versiegeln ließ, mit der Begründung, sie sei politisch gefährlich und antiroyalistisch. Doch Charles I. wurde in den Tagen von Oliver Cromwell enthauptet, genauer in 1649. Bald schon wurde der Bann über der Büchersammlung von Robert Bruce Cotton wieder aufgehoben. Jahrzehnte vergingen und für die Nachkommen von Sir Robert war die Kollektion mehr eine Bürde. Sein Enkel vermachte im Jahr 1700 das Ganze schließlich der britischen Regierung und so wurde die Cotton-Bibliothek zum Grundstein der British Library.
Nach mehreren Umzügen landete die Bibliothek schließlich im Ashburnham House in Westminster. Dort fiel ein beachtlicher Teil der Sammlung am 23. Oktober 1731 dem großen Feuer zum Opfer. Zwar verbrannten nicht alle Bücher, doch von den 958 Bänden wurden 114 vollständig zerstört und 98 massiv beschädigt und angesenkt. Leider traf der meiste Schaden jene Bücher, die der alten angelsächsischen Periode zufielen. Der Schaden dabei ist bis heute spürbar und trägt ein wenig zu der Vorstellung bei, dass jene Jahrhunderte eine dunkle Periode waren, über die deutlich weniger bekannt ist. Gerade bei der Geschichte von Großbritannien fühlte sich durchaus so an. Zwei Originalversionen der angelsächsischen Chronik gingen in Flammen auf, doch bezüglich unseres Themas hier betraf der stärkste Verlust die einzige vorhandene Version von Life of King Alfred, geschrieben von einem Zeitgenossen und Wegbegleiter Alfreds, dem walisischen Mönch Asser. Dieses Buch war ein seltener Fall von mittelalterlicher Biografiearbeit, die von einem echten Augenzeugen verfasst wurde, und Alfred der Große rückte damit schlagartig tiefer in das historische Zwielicht und ferner unserem Blickfeld. Doch nicht alle Hoffnung war verloren, wenn auch die Betrachtung von Alfreds Leben nun deutlich mehr einem Puzzle oder einer Detektivgeschichte gleicht. 1731 mag das einzige Buch über den Macher von England verloren gegangen sein, doch es gab zwei Abschriften. Diese waren allerdings nicht ohne Probleme. Die eine Abschrift stammte aus dem Jahr 1574 und wurde von Matthew Parker, dem Erzbischof von Canterbury, erstellt. Der Erzbischof war der Meinung, es stehe ihm zu, den ursprünglichen Teil etwas aufzupeppen. Und so ist es alles andere als eine wörtliche Übertragung oder Übersetzung. Für den heutigen Historiker besteht somit bei der Auseinandersetzung mit Asser die Aufgabe auch darin, den ursprünglichen Text von der Fabulierkunst des Erzbischofs von Canterbury zu trennen. Eine zweite Ausgabe stammte von William Camden und entstand 1602. Dies ist aber eine Abschrift von Matthew Parker und nicht die Kopie des Originaltextes von Asser. Hier wurde in der modernen Zeit von der Forschung viel gefordert, um Original vom Pastiche zu lösen. Und sogar dann, wenn man mit Mühe und Not rudimentär die ursprünglichen Beschreibungen von Asser rekonstruiert und sich somit zurück in das 9. Jahrhundert begibt, bleibt natürlich die eiserne Aufgabe bestehen, den Chronisten sozusagen cum grano salis zu lesen, with a pinch of salt, wie man es auf Englisch sagt, denn auch der Originaltext wäre mit Vorsicht zu genießen, war doch Asser des Königs Freund und Verehrer und so neigte er freilich dazu, den Monarchen als einen epochalen Genius darzustellen. Die historische Wirklichkeit mag da etwas durchsetzter sein. Natürlich gab es in der Neuzeit auch Stimmen, die Assers Buch letztendlich als ein Fake deklarierten, eine Fälschung. Das wäre nicht die erste Fälschung ihrer Art. Doch dieser Verdacht hatte sich nie erhärtet, denn ungeachtet der lästigen Modifikationen und Erfindungen von Matthew Parker und William Camden und Francis Wise zeigen diese Bücher ein Detailreichtum in der Darstellung des 9. Jahrhunderts, das bei der Annahme einer Fälschung unweigerlich die Frage nach cui bono aufwirft, wem sollte eine solche Fälschung nutzen, gemessen daran, dass dies ein ungeheuerlich ambitioniertes Projekt wäre, dem kaum ein Fälscher gewachsen wäre. Insbesondere damals nicht, in jener Zeit, als viele solche Fälschungen angefertigt wurden und deshalb durchschaubare Fehler beinhalteten. Heute geht man also davon aus, dass Assers Buch keine Fälschung ist, allerdings wird auch deutlich, dass das Originalmanuskript damals unvollendet war. Aus Gründen, die wir vermutlich nicht mehr erfahren werden. Nach dem Prolog beschäftigt sich Justin Pollard im ersten Kapitel mit einem Ereignis, das in sich von geringer Bedeutung war, doch in seiner Konsequenz die britische Kultur nachhaltig verändern sollte. Die Rede ist von jenem Tag, an dem zum ersten Mal die Nordmänner, heute besser bekannt als Wikinger, auf der Insel eingetroffen sind. Das Jahr war 789, also am Ende des 8. Jahrhunderts. Die Wikinger trafen mit drei Schiffen ein, und zwar weit im Süden, im heutigen Dorset County, damals noch das Königreich Wessex. Der genaue Standort der Ankunft, nämlich Chesilbank, ist in Chroniken verzeichnet, denn ein königlicher Beamter nahm sich der Sache an. Irgendwo hier traten also zum ersten Mal nordische Stiefel auf den Strand von Wessex und eine lange Ära der Plünderung brach an. Der besagte Beamte, der sich der Sache annahm, trug den Namen Badoherd
und war ein sogenannter Reef, ein Verwalter, der vor allem die Handelswege seiner Region kontrollierte. Aus dem Begriff Reef stammt das heute besser bekannte Wort Sheriff, das nur eine Verballhornung von Shire Reef ist. Das deutsche Wort hierbei lautet wohl eher Vogt. Baduhurt und seine Truppe konfrontierten die Neuankömmlinge. Ein Fehler, wie es sich herausstellte, denn er und seine Männer lagen nur Minuten später alle tot auf dem Kieselstrand. Nun wäre es etwas vermessen zu behaupten, dass dies hier die allerersten Nordmänner waren, die jemals England betraten und dort ausschifften. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es fällt schwer zu glauben, dass dies der allererste Besuch war angesichts dessen, dass die norwegischen und schwedischen Fjords und die Küste von Schottland, das damals vermutlich noch immer Kaledonien hieß, sich in Wirklichkeit sehr nahe sind und die Nordmänner müssen bereits Jahre zuvor einiges darüber gewusst haben, darüber, dass das südwestlich von ihnen eine riesige Insel gab. Was an diesem Besuch jedoch interessant sein mag, liegt in der Tatsache, dass hiermit zunehmend eine langfristige Strategie der Wikinger ihren Anfang nahm. Sie plünderten nicht einfach nur die Klöster in der Küstennähe, sondern verlegten ihre Vorgehensweise auf die Schaffung von Festungen und wehrhaften Siedlungen, die ihnen als Basislager für ihre Raubzüge dienten. Auf diese Weise drangen sie tiefer in das Binnenland ein, oft kehrte nur ein Teil der Besatzung nach Dänemark oder Norwegen zurück, während ein Teil der Horde blieb. Die lokale Bevölkerung wurde hierbei so lange drangsaliert, bis sie sich freiwillig den Wikingern unterwarf und begann ihnen Tribut zu zahlen. Justin Pollard beschreibt in diesem Kapitel auch sehr gelungen die gesellschaftlichen Strukturen jener Zeit. Ohnehin ist es interessant, dass hier eine rabiate Gruppe aus Nordleuten eintrifft und eine Bevölkerung drangsaliert, deren Edelleute alle auch nur germanische Einwanderer waren, die einst das Land mit Gewalt an sich gerissen haben. Sie waren allesamt Angelsachsen, die Jahrhunderte zuvor selbst in dieses Land kamen, es plünderten, besetzten und drangsalierten, sich dort niederließen, die Herrschaft übernahmen und es untereinander aufteilten. In ihren Gesängen und Beowulf-Legenden waren sie noch immer die Kriegshelden vergangener Tage, ganz so wie die Wikinger es nun waren. Doch das war natürlich über 3 Jahrhunderte zuvor. Mochten die Vorfahren ebenso schwert- und axtschwingend in diese Region eingebrochen sein, nun waren sie die kultivierten Bewahrer dieser Reiche, die selbst mehr schlecht denn recht den barbarischen Attacken trotzten. Als die Wikinger in Dorset eintrafen, war Beorhtric, auch manchmal Brithric genannt, der König von Wessex. Beorhtric folgte König Egbert, den er mit Hilfe von Offa, dem König von Mercia, vom Thron verjagte und in ein langes Exil in Francia vertrieb. Beorhtric heiratete auch Offas Tochter Edbur und markierte damit eine Ära von sehr enger Bindung zwischen Wessex und Mercia, nahe daran zu einem Reich zu verschmelzen. Nach Offas Tod wurde Mercias Einfluss auf diese Region geschwächt, während die Rolle von Beorhtric deutlich stärker wurde. In dieser Zeit fällt der Zwischenfall vor der Chesil Bank, über den ich vorhin gesprochen habe. König Beorhtric starb allerdings unter recht seltsamen Umständen. Es wird angenommen, dass ihn seine Frau Edbur of Mercia vergiftet hatte, so schreibt es zumindest Asser. Allerdings mit der Anmerkung, dass die Vergiftung ein Versehen war. So. Edbur begab sich daraufhin ins Exil nach Francia. Ob man dies nun Flucht nennen möchte oder dies einfach nur die Reise einer Büßerin war, kann ich so genau nicht beantworten. Sie kam auf jeden Fall an den Hof von Karl dem Großen, ironischerweise, denn dort war bereits Egbert im Exil, der ja zuvor von ihrem verstorbenen Mann ja dorthin vertrieben wurde und der auf sie und ihre ganze Familie vermutlich nicht gut zu sprechen war. Auf der anderen Seite wird vielleicht sein Mundwinkel gezuckt haben angesichts dessen, dass sein größter politischer Gegner von Edbur getötet wurde. Doch lange sollte diese Überlappung nicht von Dauer sein, denn bald schon berief man Egbert zurück auf den Thron von Wessex, da Beorhtric ja nun tot war. Asser berichtet über einen wirklich seltsamen Zwischenfall dort, dessen Echtheit vermutlich nicht als ganz gesichert gilt. Doch Karl der Große alias Charlemagne war von der Witwe Edbur recht angetan, trat ihr gegenüber jedoch sehr arrogant auf. So fragte er sie einmal sogar in Anwesenheit seines Sohnes, welchen der beiden sie lieber zum Ehemann hätte, ihn Karl oder seinen Sohn. Edbur antwortete, dass angesichts des großen Altersunterschiedes sie wohl besser beraten wäre, sich für den Sohn zu entscheiden. Daraufhin sagte Karl der Große, hättest du dich für mich entschieden,
hättest du uns beide haben können. Da du dich aber für ihn entschieden hast, bekommst du keinen von beiden. Der König bot ihr stattdessen eine Position als Äbtissin eines Reichklosters in der Lombardei an, die Edburgh angenommen hatte. Dort fing sie allerdings eine recht indiskrete Affäre mit einem Landsmann von ihr an, die sich zu einem ziemlichen Skandal entwickelt hatte. Auf kirchliches Bestreben hin und mit der Anordnung von Karl dem Großen, der vermutlich damals noch nicht der Große genannt wurde, wurde Edburgh ihrer Besitztümer beraubt und gänzlich mittellos aus dem Kloster entlassen. Sie lebte fortan in den Straßen von Pavia und musste betteln, bis sie 6 Jahre später verstarb, soweit zumindest Asser. Die Könige von Wessex und Mercia hatten damals eine ganz spezifische Einstellung zu Charlemagne. Die Franken waren nun leuchtende Hochkultur inmitten von Europa, so wie man es 600 Jahre zuvor über Rom gesagt hatte. Verglichen mit Karl dem Großen fühlten sich die angelsächsischen Könige ein wenig wie Hinterwäldler, zu Recht. Doch gerade der genannte König Offa von Mercia, der selbst ein Primus inter pares innerhalb der britischen Könige und Häuptlinge war, investierte viel politisches Kapital in die Wahrnehmung und Anerkennung durch Karl mit sehr bescheidenen Erfolgen. Das kann man am folgenden Beispiel sehen. In 789 schlug Karl der Große dem König von Mercia vor, seinen Sohn mit Offas eigener Tochter Aflet zu verheiraten. Offa war dazu wohl nicht bereit, aus welchen Gründen auch immer, doch er sandte Karl dem Großen einen Gegenvorschlag, indem er anbot, seinen Sohn Egfrith mit Charlemagnes Tochter Bertha zu verheiraten. Charlemagne alias Karl der Große bekam da einen Wutanfall und beendete mit der britischen Insel sämtliche diplomatischen Kontakte. Für eine Weile verweigerte der berühmte König, Kaiser wurde er erst 11 Jahre später, sogar britischen Handelsschiffen das Einlaufen in fränkische Häfen. Das war ein herber Rückschlag, der Offa auch zu Hause schwächte, und es dauerte über ein Jahr, bis das ausgewetzt wurde. Es ist ja recht deutlich, was hier das Problem war. König Karl, der sehr viele Kinder hatte, stand viel höher als König Offa. Wenn Karl seine Söhne in fremde Reiche verheiratete, vertiefte er seinen Einfluss auf diese Reiche und letztendlich steigerte das auch die Chance, dass seine Blutlinie dort auf den Thron kam. Soll ja vorgekommen sein. Das Königreich Böhmen ist auf diese Weise luxemburgisch geworden, etc. Das war nicht ungewöhnlich in einem patriarchalen System, das fast nur über die männlichen Nachkommen vererbte. Doch mit seinen Töchtern verfuhr Karl viel vorsichtiger, denn so eine Ehe bedeutete auch, fremdes Blut in die eigene Blutlinie einzukaufen. Dies war etwas, das Charlemagne große Sorgen bereitete. Dafür war er sogar bereit zu dulden, dass seine Töchter einen Lebenswandel hatten, der auf anderen Königshöfen vermutlich aufgestoßen wäre. So lebte die besagte Bertha in einer Lebenspartnerschaft mit Angelbert, einem Beamten auf dem Hof von Karl. Der zukünftige Kaiser behandelte den Mann wie einen Schwiegersohn, ohne dass Angelbert und Bertha wirklich verheiratet waren. Doch Karl duldete das gerne, da von Angelbert keine Komplikationen und Rivalitäten ausgingen bezüglich der Staatspolitik. Genauso verhielt er sich übrigens mit Karls anderer Tochter Rotrude, die ebenso Liebhaber und Lebenspartner hatte, aber eben keine Heirat einging. Deshalb war Offas Gegenvorschlag damals so ein Affront gewesen, denn Offa hätte wissen müssen, dass Karl der Große seine Töchter aus strategischen und politischen Gründen nicht hergab. Die Gesellschaft von Wessex und Mercia war von Anfang an sehr anfällig gegen die Wikingerbesuche. Das hatte mit der inneren Struktur zu tun. Die Nordmänner waren vorrangig eine Kriegerkultur, die sich jedoch stark im Handel betätigte. Auch wenn man sich von dieser eindimensionalen, klischeehaften Vorstellung von Wikingern verabschieden muss, die sie als notorische Wüterich darstellt, ändert das nichts daran, dass jene Besucher, die an den Küsten landeten, stets die kämpferische Elite der eigenen Gesellschaft darstellten. Die Leute in England waren in erster Linie Bauern und Landwirte. Noch immer bestanden 10-20% der Bevölkerung dort aus wehrlosen Sklaven, die entweder durch wirtschaftliche Not oder durch interne Kriegshandlungen in die Sklaverei geraten waren. Natürlich besaßen die Königreiche Wessex und Mercia eine Armee, doch diese war vor allem darauf konzipiert, das Land vor den Übergriffen der eigenen Nachbarn zu beschützen. Grenzschutz war damals so gut wie nicht vorhanden. Wenn sich etwas ereignete, konnten Wochen vergehen, bis eine offizielle militärische Reaktion kam. Und wenn die Botschaft, die da am Hof eines jeweiligen Königs eintraf, lediglich lautete, dass irgendwo an der Küste 3 Dörfer geplündert wurden, machte man sich vielleicht auch gar nicht die Mühe, überhaupt Truppen zu entsenden.
120 Wikinger konnten also durchaus ein beachtliches Territorium besetzen und es halten und die dortige Bevölkerung erpressen, ohne eine Gegenwehr vom lokalen König zu erwarten. Es war mehr ein Spiel darum, ab wann der Herrscher sagte, so jetzt reicht's. So ganz ohne Reaktion verlief das Ganze natürlich nicht. So schreibt Professor Rudolf Simek in seinem Buch Die Wikinger auf Seite 48. An anderer Stelle nämlich wird berichtet, dass König Offa von Mercia, gestorben 796, bereits im Jahre 792 seine Küstenverteidigung gegen Raubüberfälle verstärkt hatte. Dennoch ist es erstaunlich, mit wie viel Raubzug die Wikinger in den ersten Jahren davongekommen sind. Sie plünderten in den heutigen Niederlanden und im Friesenland, sie plünderten an der südöstlichen Ostseeküste, sie plünderten in England, Irland, entlang der französischen Küste, sogar in Spanien. Simek schreibt weiter, dass die Raubzüge allerdings eine saisonale Qualität besaßen und dass der Winter dafür ungeeignet war, was eben dazu führte, dass die Wikinger begonnen hatten, ihre Winterlager anzulegen. Hierzu bevorzugten sie vor allem kleine Küsteninseln, die sie gut verteidigen konnten. Oft wartete man so auf den Kriegernachschub aus Norwegen oder Dänemark, der im Frühling eintraf und konsolidierte die Truppen zu einem immer größeren Heer, das in den angelsächsischen Quellen als Mísilheer bezeichnet wird, das große Heer. Bald schon erreichten die Wikinger eine so starke Präsenz in Westeuropa, dass die Könige zumeist mit ihnen in Verhandlungen traten, anstelle sie in unmittelbaren Schlachten zu konfrontieren. Ich vermute mal, dass die Anwesenheit der Wikinger auch strategische Mängel in den Armeestrukturen der jeweiligen Königreiche aufdeckten, die auf eine ganzjährige Bedrohungslage einfach nicht eingestellt waren. Damals hob ein König eine Armee lieber vorübergehend aus, um sie in eine Schlacht zu führen. Danach war man froh, die Armeeteile nicht unnötig durchfüttern zu müssen und schickte sie lieber zurück auf die Felder zum Arbeiten. Es gab natürlich auch eine Berufsarmee, aber die war nicht zahlreich genug, um in dem teilweise unwegsamen Gelände effektiv alle Grenzen und alle Städte und Dörfer zu beschützen. Ebenso besaßen die sächsischen Könige damals überhaupt keine Seestreitkraft. Schiffe wurden ausschließlich mit dem Handel assoziiert. Diese Dinge wurden erst durch Alfred reformiert. Doch zurück zu Justin Pollard. Er beschreibt die erste einschneidende Erfahrung, welche die Angelsachsen mit den Wikingern machten, die Plünderung des Klosters von Lindisfarne in Northumberland, das im Jahr 793 stattfand. Viele der damaligen Klöster wurden in Küstennähe nicht selten geradezu mit einem Blick auf das Meer erstellt. Das mochte verschiedene Gründe haben. Die Kirche war damals in erster Linie ein Netzwerk, das sich über ganz Europa spann. So waren diese Klöster nicht als verlassene Abteien für Einsiedler angelegt, sondern als Knotenpunkte dieses noch immer relativ neuen christlichen Netzwerks. Gleichzeitig legten die Angelsachsen ihre Königshilfe fern der Küsten, tief im Herzen des jeweiligen Königreichs an, was auch ein wenig erklärt, warum in jenen Jahren die Könige von Mercia, Wessex und Essex so gut wie keine Seestreitkräfte besaßen. Ihre Hauptstädte, mit der Ausnahme von Northumbria, befanden sich tief im Landesinneren, während Hafenstädte lediglich die Funktion besaßen, den Händlern die Ein- und Ausfuhr von Waren zu ermöglichen. Die folgenschwere Konsequenz dieser Staatsplanung erwies sich nun als verheerend. Gerade die küstennahen Klöster waren einerseits sehr reich und bargen äußerst viele Schätze, zugleich waren sie weitgehend ungeschützt, da in jenen Jahren kaum jemand damit rechnete, dass der Feind aus dem Nichts des kalten Atlantiks erscheinen würde. Welch ein schwerer Fehler. Die Priory von Lindisfarne wurde rund 150 Jahre zuvor vom heiligen Aidan gegründet, einem irischen Mönch, und stieg schnell zu einem wichtigen Knotenpunkt der christlichen Mission auf der britischen Insel auf. Von hier in Northumbria nahm man auch Einfluss auf den Königshof von Mercia. Dies war alles andere als ein abgeschiedener Vorposten des keltischen Christentums. Justin Pollard beschreibt, dass es für die Wikinger geradezu unfassbar war, wie leicht ihnen diese Beute in den Schoß fiel. Sie massakrierten die Mönche, verluden die Wertsachen und zogen in einer triumphalen Euphorie wieder ab. Das Ereignis hat eine erdbebenartige Wirkung auf die Zeitgenossen. Gerade das kaltschnäuzige, blasphemische Morden von Priestern spricht sich schnell herum und findet Einzug in zahlreiche Chroniken. Nicht für alle kam das allerdings überraschend. Eine Chronik berichtet, dass der bereits genannte König Offa von Mercia bereits ein Jahr zuvor, in 792, in Auftrag gab,
in dem südöstlichen Vasallenkönigreich Kent diverse Brücken und Befestigungsanlagen zu erneuern und zu verstärken, vorrangig mit dem Ziel, mehr Schutz zu schaffen, wie es in den Originalschriften heißt, contra paganos marinos, gegen die Heiden aus dem Meer. Seit dem kleinen Zwischenfall in Dorset in 789 hatte sich in Königskreisen wohl einiges herumgesprochen. Doch es sind nur halbe Maßnahmen, die der aufkommenden Gefahr, die noch niemand ahnt, kaum gerecht werden. Was sich dagegen schnell herumspricht, ist, dass die Klöster entlang der britischen Ostküste ungeschützt wie auf dem Präsentierteller liegen. Zumindest in Dänemark und Norwegen wird das schnell kommuniziert. Im Jahr 800 wird Karl der Große vom Papst Leo III. Zum Kaiser gekrönt. Ein Titel, der zu diesem Zeitpunkt seit 350 Jahren nicht in Gebrauch ist und zuletzt von dem römischen Kaiser Romulus Augustulus benutzt wurde. Für Karl sind die Wikinger eine periphere Angelegenheit. Justin Pollard schreibt, dass sie mehr eine Beleidigung seiner kaiserlichen Würde darstellen. So unternimmt er dagegen praktische Maßnahmen von begrenzter Reichweite. Er verstärkt die Garnisonen entlang der fränkischen Atlantikküste. Ganz anders sahen das die Vertreter der Kirche, insbesondere der Scholastiker und Mönch Alcuin von York, selbst ein gebürtiger Sohn Northumbriens, machte es sich in seinen letzten Jahren zum Ziel, Könige und Erzbischöfe aufzurütteln und von der nahenden nordischen Gefahr zu warnen. Er tat dies häufig in lyrischer und sehr blumiger Form und seine Gedichte sind bis heute erhalten. In einem seiner Briefe schrieb er: Nie zuvor erschien in Britannien ein solcher Schrecken. Siehet die Kirche des heiligen Cuthbert, bespritzt mit dem Blut von Gottes Priestern, beraubt seiner Ornamente. Und so haben die Historiker dieses Datum aufgegriffen und markieren damit den Beginn des sogenannten Viking Age, das bis in das Jahr 1066 dauern sollte, also bis zu jenem Tag, an dem der sächsische König Harald Godwinson den norwegischen König Harald III. Bei der Schlacht von Stamford Bridge schlug. Die Ära des Wikinger-Terrors über Europa dauerte somit 273 Jahre und endete genau dort, wo sie begonnen hatte, in Northumbria. Doch damals, in jenem Jahr 793, als die Wikinger Lindisfarne plünderten, ahnte noch niemand, wie einschneidend die Ära der Wikinger werden sollte für die europäische Geschichte, einschließlich der viel späteren Kreuzzüge, die weitgehend von Normannen bestritten wurden. Und Normannen waren letztendlich Wikinger, die sich in fränkischen Gebieten niedergelassen haben und das Kreuz annahmen. In jenen Jahren, als der spätere König Alfred aufwuchs, waren die Wikinger bereits eine dramatische, bedrohliche Realität des nord- und westeuropäischen Alltags und ein wohlbekannter Schrecken aller Küstenstädte. Ich lese auf jeden Fall dieses äußerst kurzweilige Buch weiter und werde in neuen Folgen über meine Erkenntnisse daraus berichten. Falls euch diese Videogeschichte gefallen hat, dann liked mich bitte oder abonniert mich gleich und ich verbleibe bis zum nächsten Mal.